Hallo ihr Lieben und einen wunderschönen Dienstagabend wünsche ich. Ja, welcome back to Foundation. Schaut schon imposant aus. Ja, wenn man hier mal so über die Mauer lurt, ja, hat schon was. Unser kleines Jagdschlösslein. Ja, da würde ich auch mal sagen, machen wir nämlich gleich mal weiter. Also das war ja jetzt hier mehr oder weniger ja für ein Bobo. Na, aber ich lasse das jetzt mal stehen. Eventuell, dass wir hier vielleicht dann doch das Waldvolk noch integrieren. Weil, Birgitta, du hast in den Kommentaren geschrieben, wegen dem Waldvolk. Aber das ist kein Waldvolk. Na, wir haben eigentlich im Prinzip noch kein Waldvolk untergebracht. Das hier sind einfach nur diese Asterix-Hütten. Schaut halt ein bisschen aus wie nach Wald. Na, aber an für sich haben wir da noch nichts integriert gehabt. Na. So, und dann haben wir ja gesagt, wollen wir mal hier gucken. Das sehen wir jetzt dann hier gleich, wie weit die da irgendwie vorwärts kommen. Und ob ich noch eine zweite Weizenfarm mit dazu packen muss. Ich denke mal ja. Ja, warte mal, ich mache mal ein bisschen schneller, damit die auch ein bisschen schneller arbeiten. So, und es gibt eine kleine Ankündigung für euch. Ich habe mir ein bisschen Gedanken gemacht und ja. Den einen wird es gefallen, den anderen wird es nicht gefallen. Das weiß ich jetzt schon. Na, also da bin ich mir ziemlich sicher, dass sich da die Lager spalten werden. Es geht um Folgendes. Ich gedenke, na, also ich habe mir mal Gedanken gemacht, dass wir auch mal ein bisschen was anderes zu sehen bekommen. Werden wir das jetzt mal testweise erstmal so machen, dass am Samstag und am Sonntag quasi Foundation laufen wird. Jeweils eine Stunde oder ein bisschen länger, je nachdem. Und dann Dienstag und Donnerstags wird es dann hier auf dem Kanal mal eine Runde Enshrouded geben. Na, ich habe es mal geholt und habe bei der Kira ein bisschen reingelurrt. Ich habe ein bisschen beim Hirnsturz reingelurrt. Und ich denke mal, das ja, wäre mal eine nette kleine Abwechslung. Ja. So der Plan. Und dann schauen wir mal, wie das läuft, wie das bei euch ankommt. Ob ihr Bock drauf habt, mir beim Entschrauden zuzuschauen. Na, und ja, dann hätte ich gesagt, schauen wir es uns einfach mal an. Na, wie gesagt, Foundation wird bleiben am Wochenende. Das auf jeden Fall. Gegebenenfalls, je nach, mein Problem ist halt ganz einfach, ich habe ein gewisses Zeitkontingent, wo ich YouTube machen kann oder für was ich quasi YouTube dann verwenden kann. Und deswegen ist es immer ein bisschen tricky. Aber Enshrouded bietet sich da förmlich schon an. Na, es ist ja so eine Mischung, ein bisschen so aus, ja, ein bisschen Fantasy. Aber der Hauptteil liegt, glaube ich, auf dem Bauen. Und das Bausystem gefällt mir extrem gut, weil es dir extrem viele Möglichkeiten offen lässt. Und da würde ich sagen, kicken wir uns einfach an. Na. So, und wir sehen, wie wir sehen, sehen wir hier nichts. Deswegen würde ich fast vorschlagen, dass wir die Anbaufläche jetzt erstmal hier ein bisschen aufteilen. Und zwar werden wir werden hier oben mal das Ganze begradigen. Das ist mir jetzt vollkommen Jacke wie Hose, ob da jetzt Bäume stehen oder nicht. Und dann haben wir ja diesen Part, der hier überschüssig ist. Und hier ist er frei. Da hätte ich gesagt... Da hätte ich gesagt, wir setzen hier mal den Rotstift an und ziehen uns hier einfach mal so eine Linie hoch. So. So und so. Na, so nicht. So. Und dann können wir hergehen, können sagen, okay, das hier kann alles erstmal weg. Das kann weg. So. Und so. Und dann, jetzt müsste ich bloß mal, warte mal, ich muss mir mal ganz kurz eine Hilfslinie ziehen. Damit ich das dann eventuell nicht vermurkse. Man weiß es dann nicht, ne? Weil hier sehe ich das jetzt, wie die Linie hier läuft. Die läuft ungefähr so. So. Und dann gehen wir her und werden uns hier nochmal eine zweite Weizenfarm hindödeln. Und zwar hier vorne hin. Dazu werde ich allerdings den Weg erstmal ein bisschen... nochmal... Hallo? Da. Ja, dann fliegen wir hier mal wieder rüber. Ja, dass wir hier noch ein bisschen den Weg anpassen können. So. Und so. Ja, besser.
viel besser. Lass mal gucken. Ja, leicht regnerisch. Den vielleicht auch noch wegsetzen, ja. Das ist okay. Ja, das passt. So, und dann hier schön. Wupp. Einmal hier, nee. Einmal so. Und dann ein bisschen rüber gehen. So. So, 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 so. Dass wir mal eine gewisse Ahnung kriegen. Da gehe ich wieder ein bisschen weiter. So und so und so. Das reicht. Das reicht. So. Dann hätten wir den Weg schon mal. Das ist ja nicht schlecht. Gut. Dann brauche ich hier auch eine Dekoration. Und da setzen wir uns das hier rein. Plum. Gras und Runderstein? Nee, Runderstein, Runderstein. Wir hatten da oben Schlamm, ne? Hm. Dann machen wir hier auch mit Schlamm. Schlamm ist immer gut. Schlamm ist immer gut. So. Und dann das gleiche in Grün, bloß ein bisschen anders. Nehmen wir hier die große Terrasse. Die setzen wir uns mal hier so schräg hin. So. Dann kann ich die auch schön hochziehen. So. Das reicht eigentlich schon. Ja. Das müsste passen. Das müsste passen. Ich baue das mal. Erstmal lassen wir das mal hier oben offen. Und dann ballern wir uns hier die Weizenfarm noch hin. Nahrungsmittel. Weizenfarm, da ist er doch. Da ist sie doch. Na, müssen wir bloß gucken, dass wir mit der Tür wieder einigermaßen schick sind. So, ich setze die einfach mal dahin. Das passt. Wie schaut es hier hinten aus? Wie viel Luft habe ich da noch? Genügend. Gut, dann setzen wir die da mal hin. Vielleicht. Nee. Lass mal so. Lass mal so. Lass mal bauen. So, die kann ich dazu machen. Das ist in Ordnung. Die kriegen auch noch gleich einen eigenen Brunnen. Die kriegen auch noch gleich einen eigenen Brunnen. Zack. Setzen wir den mal da so hin. So. Bauen. Dann kann das gleich mal in einem Rutsch durch. Jo. Soweit, so gut. Ich hätte es doch nicht wegmachen sollen. Zack. Und wieder hergeflogen. Und weil ich brauche hier noch einen Eingang. Den wir aber sehr schön hinbekommen. So, das reicht schon. Das reicht schon. Onki Donki. Gut. Mhm. Und dann machen wir aber gleich Mauer unsichtbar und setzen die mal hier so an. So. So. Sieht man es nicht? Da. So und so. Und dann so und so und so und so und so und so. Jetzt. Dann kommen die da gar nicht mehr so lang. Dann müssten jetzt eigentlich hier so den Weg hochnehmen. Das ist sehr, also ich bin schon sehr optimistisch, ne? Was Weizen angeht. Da bin ich schon echt sehr optimistisch gewesen. Okay, und dann können wir hier schon mal ansetzen. Das kann ich ja noch im Nachgang noch ein bisschen verschieben. Wir können das hier mal so entlang gehen lassen. Und dann einfach bis hier oben verschwinden lassen. So, was ist das hier eigentlich? Stein verkommen. Gut, brauchen wir nicht. Das brauchen wir nicht. Na, dann kann ich das noch ein bisschen weiter nach vorne ziehen. So, und damit müsste es eigentlich passen. Ja. Na, guck. Perfekt. Perfekt.
So soll es sein. Das können wir eigentlich auch noch ein Stück weiter. Das schaut, glaube ich, besser aus. So. Ja. Das schaut besser aus. Ja. So, schauen wir mal zum Gotti rüber. Wie es hier so läuft. Ja. Läuft ganz gut. Wir haben Marmor ohne Ende. Wir haben... Oh. Das Eisentor ist also quasi automatisch. Genau. Da war ja was. Aber eigentlich wollten wir ja nichts automatisiert haben, weil ich hatte immer so den Eindruck, dass es auf die Performance geht. Lassen wir es mal ein bisschen. Lassen wir es mal ein bisschen oder nehmen wir es weg. Machen wir ein anderes Tor hin. Sicher ist sicher. Bevor wir da irgendwelche Schwierigkeiten kriegen. Jetzt muss ich bloß gucken, wo das Tor ist. Da ist es doch schon. Zack, weg. Und dafür machen wir das andere Tor hin. Und das hier. Das machen wir dahin. So, bauen. Fertig. Schon fertig. Schon fertig. Okay. Mir ist es hier noch ein bisschen zu kahl. Schauen wir mal. Setzen wir mal hier so ein Bänkchen hin. Oh, ich habe eine Idee. Wir setzen uns mal. So. So machen wir das. So. So, noch ein Stück weiter. So. Wir setzen uns mal hier eine Bank hin. Und dann werde ich hier einmal, zweimal, das kommt weg. So. Und wenn ich jetzt hergehe und nehme mir hier eine kleine Hecke. So. Und du hier so rein. Ja. Könnte passen. Okay. So, Dekoration. Allgemeine Dekoration. Viva la Dekoration. Wie groß seid ihr? Ja, schon. Ja, aber es geht. Das geht. Das geht. Ich darf hier nur nicht ein bisschen zu weit rauskommen, aber dann geht das schon. Wenn wir es so machen. Bauen und bauen. So. Was ist denn jetzt hier schon wieder wegblockiert? Was ist denn jetzt? Was passt euch denn jetzt schon wieder nicht? Sie kommt nicht mehr hoch. Warum kommt sie da nicht mehr hoch? Ha! Woran hat es jetzt gehapert? War der Abstand zu gering? Zu gering. Vielleicht, wenn man es so ein bisschen weiter wegsetzt. So vielleicht. Das müsste doch reichen, oder? Das müsste doch reichen. Das sollte doch eigentlich vollkommen reichen. Na ja, gut. Damit es ein bisschen einheitlicher ausschaut, machen wir hier noch so einen Ömmel hin. Und hier noch so einen Ömmel hin. So, der da ein bisschen reingewachsen ist. Bauen und bauen. Ja. Ja. Das schaut ganz gut aus. Das schaut doch ganz gut aus. So kann man das lassen. Gut, dann schauen wir mal wieder zu unserer Weizenfarm. Da.
So, da haben wir es doch schon. Da haben wir es doch schon. Dann können wir hier das Feld einzeichnen, Anbaufläche einzeichnen und dann können wir jetzt hergehen und können sagen, okay. Dann machen wir das jetzt nämlich hier so schön, so. Dann hier so, so entlang. Dann lassen wir hier ein bisschen Platz. So, so, so. Und dann einmal hier so entlang. So. Mhm. So. Das passt. Das passt schon mal. So, Wohnhaus hätte ich jetzt in dem Fall gesagt, machen wir nicht hier hin, sondern wir machen es hier hin. Das Wohnhaus. Res. Ne, nicht Res. Machen wir kein Res. Machen wir das hier. So. Dann leibeigene Ruhedichte. Und dann einfach mal randommäßig hier so ein Häuserkinn hin. Hier so reingedödelt. So. Ja. Das ist okay. Das ist okay. Da hätten wir noch eine Tür, die brauchen wir aber nicht. Und da hätten wir noch diesen hier, aber der snappt nur hier, oder? Ja, aber ist okay. Das ist okay. Gut, lasse ich auch gleich mal bauen. Habe ich hier hinten irgendwo noch eine Aladin hingestellt gehabt? Nee, ne? Nee, ne? Nehmen wir die wieder. So. So, dann schiebe ich mir mal da hoch. Das passt dann. Genau. Gut, und dann würde ich trotzdem... Das lässt mir irgendwie keine Ruhe. Was mir nicht gefällt, ist hier oben dieser kahle Fleck. Der missfällt mir. Außerhalb des Territoriums, war klar. Gut, das lassen wir dann mal. So, wenn ich jetzt hergehen würde... Ich hätte ja noch die Möglichkeit, hier aufzumachen. So, hier zwischendurch. Ach, das ist ganz nett mit den Bäumen da als Ding. Wenn man das hier so ranbaut. So. Und so. Schaut das ganz nett aus. So, dann hätten wir hier nämlich einen Eingang. Und dann könnte ich doch nochmal gucken, wo habe ich jetzt nochmal... Warte mal, wo waren die wieder drin? Wo waren jetzt das Waldvolk drin? Waren die nicht beim Glauben mit dabei? Da. Da ist das Waldvolk. So, jetzt pass mal auf. Wasserquelle ist klar. Wildflügelschlinge. Okay, Wildflügelnester. Holz- und Forsthütte. Pilzhütte. So, und hier sind die Hauptgebäude. Was haben wir hier noch? Heiliger Baum und ein Markt. Okay, wir haben hier ein Haus. Das können wir ja quasi immer hier so ein bisschen reinfriemeln. So. Dann ein Haus drauf. Jetzt muss ich bloß gucken, wo ist denn jetzt der Eingang? Da. Also drehen wir die ganze Geschichte mal. So in die Richtung. Dann noch eine Treppe dran. So. Aha. Das passt. Und dann vielleicht noch einen zweiten noch dazu. Einen zweiten Baum. Baum. Wie schaust du aus? Du bist jetzt so einer. Warum bist jetzt du zu weit weg? Okay. Dann lass uns halt hier ein bisschen reinragen. So. Hütte drauf. Ja, wieder ein bisschen weiter drehen. So. Und vielleicht ein bisschen weiter nach hinten. Hallo. So. Leiter dran. Okay. Dann hätten wir hier schon mal zwei Hütten. Für das waldige Volk. Gut, und dann hat man hier noch diesen Wasserbaum. Da ist er. Da ist er. Den könnte man doch hier so hin platzieren. So. Dann haben wir Wasser.
Ich lass mal bauen. Ich lass mal bauen und dann gucken wir mal weiter. So. Das kann ich zumachen, das brauche ich nicht mehr. Dann kann das hier hoch. Perfekt. 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 So, wie schaut es hier aus? Da kann ich schon mal den Baum wegnehmen. So. Das passt mir alles, ja. Bauen. So. Jawohl. Das passt. Dann kriegen die natürlich auch noch einen Zaun hingesetzt. Dann nehmen wir jetzt aber mal den anderen Zaun wieder. Ihn hier. Das schiebe ich mir dann da rein. Das passt bis da. Lassen wir es mal bis dahin gehen. So, dann lassen wir hier offen. So, und dann lassen wir es hier lang laufen. So. Dann geht es hier einfach in den Wald rein. Mehr würde ich gar nicht machen wollen. Und hier raus. Dann haben wir das ein bisschen eingedödelt. Gut. Du kommst hier rein. So. Soweit, so gut. Gut, dann können wir die Bude hier mal besetzen. Habe ich noch so viele? Nein, habe ich nicht. Hätte ich auch mal früher drauf schauen können, ne? Habe ich aber nicht. Habe ich aber nicht. So. Ah, na dann warten wir mal. Okay, was macht mein Waldvolk? Es wird gehämmert, es wird geklopft. Man kann in der Zeit mal einen Schluck Kaffee trinken. Mhm. Das ist Wunderbärchen. Also wie gesagt, mit Enshrouded. Ich muss mal gucken, ob ich es eventuell dann hinbekomme, dass wir auch die Dienstag- und Donnerstagfolge dann auf eine Stunde hochsetzen. Muss ich mal gucken. Ich denke mal, das behalte ich mir offen. Na, wenn ich merke, ich hab Zeit, dann mach mal länger. Und wenn nicht, dann, dann nicht. Logisch. Hm. Klingt doch nach einem guten Plan. Das klingt doch nach einem guten Plan. Jetzt bin ich bloß mal, gespannt, ob wir das dann hier hinkriegen mit, die Hütte kann ja wieder abreißen. Die reißen wir wieder ab. Ob ich das hinbekomme jetzt und ob das dann funktioniert. Weil wenn nicht, dann doof. Neuankömmlinge, 5 Stück gleich. Na, guck mal. Zack, 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 zack. Und wer bist du? Um Himmels Willen. Haben wir schon wieder schlechtes Wetter. Kann doch nicht wahr sein, ey. Kann doch nicht wahr sein. So. Und weiterlaufen. Okay, dann springe ich mal schnell zur Weizenfarm rüber und setze mir hier mal 3 Leutchen rein. Das ist eigentlich wurscht, wie er da reinkommt. 1, 2, 3. Und dann können die hier auch schon mal loslegen. So. Dann hätte man hier eine schöne Fläche. Was ich jetzt wegnehmen werde, ist natürlich der Zaun. Den brauchen wir nicht mehr. So. Aber wir haben eine schöne Hilfslinie. Ne? Jo. Passt. Passt. Dann lassen wir die mal machen. Dann lassen wir die mal machen. Okay, da ist jetzt eine Treppe offen. Bin ich mal gespannt. Bin ich mal gespannt, ob das hinhaut. Da bin ich mir mal so richtig gespannt. Gut. Ich bin mir auch gar nicht sicher, ob mir dieser Heckenkreis hier gefällt. Weiß ich jetzt echt nicht, ey. Komm. Machen wir den Heckenkreis mal weg. Zack, zack. Ich glaube, das schaut besser aus. Ich glaube, der schaut besser aus. So. So und so und so. So. Das passt. Das als Eingang lassen und dann ist das okay. So, jetzt haben wir unser Waldvolk. Zumindest hätten die jetzt eine Wohnstätte und jetzt platziere ich nochmal das Pilzgedöns. Pilzhütte. Die war ja hier. So, und der Eingang ist so. Es ist ein bisschen missverständlich.
Die latschen quasi so entlang. Dann hätte ich gesagt, machen wir das mal so. So. Gucken wir mal. Vielleicht haben ihnen ja wirklich die Hütten gefehlt. Man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Ob denen das da gibt. Oh, wir haben nochmal 5. Haben wir nochmal 5. 1, 2, 3, 4, 5. Und du? Eisenerz kannst du haben. Der Stand hat kein Interesse daran, sein Angebot zu verbessern. Doch könnt ihr versuchen, sie zu überzeugen. Mögliche Ergebnisse beeinflusst von 19. Angebot verbessert sich. Ja, komm, machen wir. Haben wir überhaupt nicht genug? Ja, hallo. So, klingt nach einem guten Geschäft. Das schließt mal gleich ab. Wunderbar. Geliefert. Hier machen wir die Einwanderung mal wieder aus. So. Sehr schön. Ups. Hupsi. Und dann springen wir mal wieder hier hin. Jetzt bin ich mal gespannt. Jetzt bin ich mal gespannt. Dum, di, dum, di, dum. Dum, di, dum, di, dum. Dauert noch ein bisschen. Es dauert noch ein bisschen. So. Das wird hier nochmal lustig werden. Das wird hier nochmal so richtig lustig werden. Vielleicht reiße ich diesen großen Turm ab. Und wir machen hier mal eine schönere Ecke hin. Das hier kann sowieso weg. Das war ja eigentlich nur provisorisch. Für den Platz hier, da bin ich echt noch echt. Da bin ich echt noch echt. Ich könnte mir vorstellen, was eventuell gut ausschauen könnte. Allgemeine Dekoration. Setzen wir es mal hin. Probieren wir es mal aus. Wir werden einen runden Stein nehmen. Aber wir werden jetzt in dem Fall die modularen Blöcke nehmen. So, und jetzt werde ich mir mal versuchen, ob ich hier mal... Hallo? Speicher? Ob ich mal hier so einen Anfang setzen kann, der einigermaßen gut ausschaut. Kiek Mama. Kiek Mama, Kiek Mama, wa? Was ist denn, wenn ich das hier hinmache? So. Natürlich noch ein bisschen anders ausrichten. So. Und das dann ein bisschen... Hallo? Ah. Hallo? Und das dann noch ein bisschen hochziehen. So. Das könnte klappen. Das könnte klappen, wenn man das dann hier so dran setzt und dann da so dran setzt und hier bis vorne hier hin, da nicht. So und so. Das weg. Dann hier wieder vernünftig rein. So, dann haben wir hier natürlich einen Riesenfetzen Aufgang. Ha! So. Das geht dann hier schon besser. So, wenn ich jetzt hier rund mache, hier und hier, dass wir einfach so einen Vorplatz haben. Vor der Treppe und damit wir hier die Fläche ein bisschen gefüllt bekommen. So und so. Das ginge. Und dann kann man doch zwei breite Treppen oder sogar drei. So und so. Ich weiß nicht. Ist, glaube ich, eine Lage zu weit vorne. Also das wieder weg. Das weg, das. Und jetzt diesen hier. Und, hallo. Diesen hier. Und dann die Treppen. Einmal in der Mitte und dann links und rechts. So. Schaut schon besser aus. Hier vorne muss ich noch ein bisschen frickeln. Aber das ist okay. Das ist okay. Ja, soweit so gut.
Lass mal bloß mal hier mal gucken. So, und hier würde ich es rund machen. Und dann quasi hier und hier und dann rund. Halt. Ajo. So, jetzt richtige Taste. So einmal und so einmal. Ja. Und wenn man das Ganze dann noch verkleidet, könnte das eigentlich ganz nett ausschauen. Einmal, zweimal. Hier so nicht. So. Hier hinten brauchen wir es nicht. Außer vielleicht hier und hier. Und dann die Rundungen. Einmal, zweimal, dreimal. Schaut es raus? Nee, ne. Schaut nicht raus. Und du so. So. So weit, so gut. Jetzt muss ich wieder hier frickeln. Frickel, frickel. Und zwar hier vorne. Damit es einigermaßen gut ausschaut hier. Nein. Dann nochmal T aus. Boah, das wird wieder. Das wird wieder lustig. Tralalala. So, das wäre, glaube ich, gerade. So, und wenn ich mir das jetzt hier hochziehe. Ja. Dann schau das schon mal. Ich glaube, das kann man lassen. Ich glaube, das kann man lassen. Was ist denn, wenn ich jetzt T einschalte? Snappt es dann da unten oder snappt es oben? Halt. T einschalten. Das snappt hier, ne? Ja, aber irgendwie komisch. Es snappt da ein bisschen komisch. So. So. Dann haben wir das ein bisschen ausgebügelt. Gut. Dann haben wir das doch. Ja, dann haben wir hier schon mal so ein zumindest mal ein bisschen die Fläche gefüllt. Ne? Dekorationen werden dann noch dazukommen. Aber zumindest haben wir hier schon mal. Ups. Und sie nutzen die Treppe auch schön brav. Das passt. Das passt. So, und dann muss ich noch die Seiten machen. Die Seiten. Eine Seite. Zweite Seite. Und dann hier noch dran. Ja, das schaut jetzt wieder blöd aus, ne? Da machen wir irgendwas davor. Da machen wir irgendwas davor. Lass mal bauen, lass mal Deko. Hier, guck mal. Da können wir ruhig was Größeres nehmen, oder? Waren die nicht größer? Ja, die waren größer. Na, nicht springen. So einmal. Und machen wir den auch noch hier hin. Dann schaut es einigermaßen gleich aus. Wollen wir da überhaupt ein bisschen weiter vorne? So. Bauen. Bauen. So und so. Das taugt. Aber hier taugt es nicht. Da taugt das nichts. Dann machen wir das doch so, ne? So. Dann taugt ihn das schon. So. 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 Und so. Ja. Jetzt müsste es funktionieren. Jetzt müsste das funktionieren. Na ja, schaut mal das. So. Gut. Ja, passt doch. Passt doch. Das sollte passen. Wie schaut es hier drüben aus? Schaut auch gut aus. Jawohl. Ja. Das schaut gut aus. Alles, alles läuft. Läuft schön. Ja. So, Kinders, dann würde ich sagen, an der Stelle wünsche ich euch einen wunderschönen restlichen Dienstagabend. Wir sehen uns dann am Donnerstag wieder bei einer neuen Folge Foundation. Und dann schauen wir mal, ob das hier mit den Pilzen endlich mal was fruchtet. Fruchtpilze. Na, wir wollen Fruchtpilze haben, na, damit wir den Handel ein bisschen ankurbeln können. Und deswegen hoffe ich mal, das klappt. Ne? Wir werden es sehen. Also gut, Kinders, bis dahin. Ich wünsche euch was. Tschüss.